Sibirien, 5 Flugstunden von Moskau. Die Temperatur liegt bei 37 Grad unter Null. Hier werden Konflikte noch auf traditionelle Art und Weise geregelt. Die nächste kleinere Stadt ist eine Hubschrauberstunde entfernt. Putin hat für das Wochenende eine Auszeit genommen. Keine Treffen, keine Demonstranten, keine lautstarken Forderungen, die politische Bühne zu räumen, in Rente zu gehen. Wladimir Putin und sein Freund Sergei Shoigu, im Hauptberuf Minister für den Katastrophenschutz, wollen Rotwild schießen. Letzte Vorbereitungen für die Jagdpartie. Dass alles Übel in Russland jetzt seinen Namen trägt, hat ihn getroffen. Es ist persönlich. Ein Angriff auf einen Lebensentwurf, auf seine Vergangenheit. Er hat zwar öffentlich die Flucht nach vorne angetreten und die Demonstrationen in Russland als das Natürlichste der Welt bezeichnet, nur abgenommen hat ihm das kaum einer. Und die Opposition sowieso nicht. Und so sind an dem Wochenende auch nur wenige mit von der Partie. Ausschließlich Männer. Einige Freunde. Bodyguards. Stille. Distanz. Und Loyalität ist das, was er in diesen Tagen will. Selbst ist sich Wladimir Putin keiner Schuld bewusst. Zumindest nicht formal. Putin ist Jurist. Ich hätte die Verfassung ändern und auf mich zuschneiden können. Viele haben mich darum gebeten, aber ich habe mich geweigert. Ich bin der Meinung, dass es grundlegende Werte gibt, an die sich das Land gewöhnen sollte. Der Aufmarsch zum Parteitag, der Wladimir Putin zum dritten Mal für das Präsidentenamt nominiert. Die einen werden wählen, die anderen klatschen. Die Krönungsmesse ist generalstabsmäßig geplant. In der Garderobe wartet der Präsident auf Abruf, Dmitri Medvedev, zusammen mit seinem Nachfolger, der auch sein Vorgänger ist, auf das Signal zum Einzug. Präsident Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Председатель правительства Российской Федерации, лидер партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин. Auch wenn der Hallensprecher Medvedev zuerst nennt, die Rufe gelten nur Russland und Wladimir Putin.
Der Westen hat auf eine zweite Amtszeit von Dmitri Medvedev gesetzt. Wenn jemand aus dem Westen auf irgendwelche Personen oder einzelne Politiker in Russland setzt, ist das ein Riesenfehler. Man sollte nicht auf einzelne Personen, sondern auf das Volk Russlands setzen. Die Regie überlässt nichts dem Zufall. Da ist der verdiente General, der nur einen Kandidaten kennt. Liebe Freunde, ich bitte die Kandidatur von Wladimir Wladimirowitsch Putin bei der Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation zu unterstützen. Dann der dynamische Jungunternehmer mit der gleichen Forderung. Und schließlich die Frau und Mutter aus dem Volk. Heute ist in Russland auch Muttertag. Ich unterstütze die Kandidatur von Wladimir Wladimirowitsch Putin für den Posten des Präsidenten. Denn wir Mütter, die kinderreichen Mütter und Mütter von Adoptivfamilien, setzen große Hoffnung auf ihn. Und schließlich zeigt der neue und alte Hoffnungsträger der Partei, warum er und nicht Medvedev der Mann der Stunde ist. Wenn die Menschen Russland rufen und Medvedev und Putin, dann ist das gut. Danke. Aber wenn sie Russland rufen, sollen alle zu hören sein. Also nochmal. Die Journalisten dürfen die Inszenierung nur außerhalb des Saales verfolgen. Als Live-Übertragung per Video. Eine Art russische Echtzeit. Drinnen braucht das Staatsfernsehen den Platz für die landesweite Übertragung und da stören Journalisten nur. Die Partei wird den Kandidaten bestätigen. Mit exakt 100%. Natürlich üben unsere politischen Gegner viel Kritik wegen der Pressefreiheit und so weiter und so weiter. Aber sie können es ja tun. Sie haben die Möglichkeit, das alles öffentlich und sehr aktiv vorzutragen, zu demonstrieren. Die Medien funktionieren ganz normal und werden Gott sei Dank nicht behindert. Das belegt, dass sich unsere Gesellschaft so aufgestellt hat, dass es kein Zurück mehr gibt in die Vergangenheit. Mit der Einschränkung, dass bislang keine andere Partei ihre Kandidatenkür im staatlichen Fernsehen live und landesweit zelebrieren kann. Daran, dass Wladimir Putin gewinnt, zweifelt niemand. Er hat selbst schon mal seinen alten Freund, den einstigen Verteidigungsminister Sergei Iwanow, in den Kreml geschickt,
um die Rückkehr in das höchste Amt vorzubereiten. Einen reellen politischen Gegner hat Putin momentan nicht. Eine zweite Wahlrunde kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber erstens weiß ich genau, dass er sich vor der zweiten Runde nicht fürchtet. Und zweitens, wenn es denn überhaupt eine zweite gibt, was ja noch nicht sicher ist, dass er sie gewinnt. Er gewinnt sie sicher. Business as usual in Moskau. Wer Geld und Beziehungen hat, sitzt an diesem Abend im Bolschoi-Theater. Die Kathedrale der gehobenen Gesellschaft öffnet nach Jahren der Renovierung wieder ihre Pforten. Es ist das gesellschaftliche Ereignis. Kulturelle Hochämter dieser Art sind ihm eher fremd. Er übt Eishockey. Und weil er das Spiel mit der flachen Gummischeibe nur mäßig beherrscht, trainiert er gelegentlich auch über Stunden alleine in einer leeren Vorstadthalle. Distanz zu den Neureichen und seinem Vorgänger ist hilfreich im Wahlkampf. Eishockey ist Volkssport. Im russischen Sotschi sind 2014 Olympische Winterspiele. Dann ist Putin 62. Er könnte als Präsident die Spiele mit einer Fahrt über die glitzernde Eisfläche eröffnen. Da ist es von Vorteil, halbwegs sicher auf Kufen zu stehen. Und dafür spielt er, wenn es sein muss, auch stundenlang. Petersburg, die wichtigste Stadt Russlands nach Moskau. Hier ist Wladimir Putin in den 50er und 60er Jahren groß geworden. Damals hieß Petersburg noch Leningrad. Seine beiden älteren Brüder hat er nie gesehen.
Sie sind lange vor seiner Geburt im Kindesalter gestorben. Ich war die meiste Zeit im Hof, mit den anderen Jungs. Die waren alle so wie ich. Oligarchen gab es da nicht und Parteifunktionäre auch nicht. Die wohnten alle woanders. Bei uns lebten die Leute aus Arbeiterfamilien, Jungen und Mädchen. Wir tummelten uns die meiste Zeit im Hof. Da spielte sich das ganze Leben ab. Von morgens bis abends, manchmal bis spät in die Nacht. Dann kamen die Eltern nach Hause und riefen uns herein. Wir hatten in der Kommunalwohnung ein Zimmer von 24 bis 25 Quadratmetern, in dem ich mit meinen Eltern wohnte. Dann gab es da noch eine Familie mit 3 Personen und noch eine weitere Familie mit 2 Personen. Kaum eine andere Stadt hat während des Zweiten Weltkriegs so gelitten. 871 Tage lang belagerten deutsche Truppen Petersburg und schnitten die Bewohner von der Versorgung ab. Hunderttausende starben. Putins Vater wird als Soldat schwer verletzt. Die Eltern überleben und machen in den Jahren danach das Trauma vornehmlich mit sich selbst ab. Ich kann nicht behaupten, dass wir eine sehr emotionale Familie waren, dass wir alle gegenseitig irgendwas erzählten, uns austauschten. Nein. Jeder lebte irgendwie in sich selbst. Naja, wir verstanden uns andererseits schon gut. Meine Eltern sind ja all diese Jahre zusammengeblieben, bis zum Ende ihres Lebens. Und trotzdem kannte ich nicht viel Emotionales, überschwängliche Heldentaten, irgendwelche Schwierigkeiten oder Tragödien. Sie mochten nicht darüber reden. Sie mochten es nicht. Papa был, знаете, такой пролетарий. Der Vater war ein echter Proletarier. Er hatte aber immer etwas an Wladimir auszusetzen. Natürlich liebte er seinen Sohn, aber er hatte irgendwie Angst davor, zu gutmütig zu wirken. Seine Mutter war allerdings die Güte in Person. Es ging ihr immer darum, Konflikte zu vermeiden. Alles war gut, alles sollte friedlich ablaufen, bloß keine Konflikte. Sein Vater war da schon ganz anders. Arbeiterklasse eben. In der Sporthalle trifft sich Putins Judo-Verein. Hier hat er als Jugendlicher trainiert. Sich zu behaupten, sich durchzusetzen, hat den eher schmächtigen Wladimir Putin schon von Kindesbeinen an beschäftigt. Sie haben absolut recht, vollkommen recht. Warum kam ich zum Sport? Am Anfang waren wir alle gleich. 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Wir rannten alle im Hof rum. Als wir älter wurden, so mit 13, 14, da hat sich das verändert. Jeder entwickelte sich anders. Einige wurden größer und stärker und gesünder als andere, wurden körperlich überlegen. Charaktereigenschaften allein reichten nicht mehr aus, um natürlicher Anführer zu bleiben. Und da brauchte ich Instrumente, um meine Stellung im Rudel aufrechtzuerhalten. И
Sein Bestes für den Sieg und das Ergebnis zu geben. Die Erfahrung zu sammeln, wie man in solchen Situationen handeln muss. Das halte ich alles für wichtig. Den Charakter formen. Der Sport spielt in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Es kommt darauf an, sich selbst mobilisieren zu können. Sich völlig auf das Erreichen eines bestimmten Ziels konzentrieren zu können. All das gibt einem der Sport. Das Weiße Haus in Moskau, der Sitz des Premierministers. Antritt zur Kabinettssitzung. Wladimir Putin erscheint in der Regel erst, wenn seine Mannschaft Platz genommen hat. Die Mannschaft weiß das. Anti-autoritäre Erziehung war zu Zeiten der früheren Sowjetunion kein pädagogisches Konzept. Und daran hat sich im heutigen Russland nicht viel geändert. Es geht um Frontalunterricht. An der jeweiligen Rollenverteilung, wer Lehrer und wer Schüler ist, besteht seit Zarenzeiten kein Zweifel. Doch zum Ärger seiner Berater ist der Lehrer Wladimir Putin kein Freund von Hire and Fire. Er ist sehr lange loyal zu denen, die er ausgesucht hat. Und so haben auch unpopuläre Minister gute Chancen zu überleben. Putins Stärke liegt nicht zuletzt darin, die unterschiedlichen Interessen der Machtzentren zu moderieren. Unser Kabinett besteht aus zwei Fraktionen. Die eine Fraktion setzt darauf, dass der Staat starken Einfluss auf die Wirtschaft nimmt und besteht verstärkt auf Regulierung und staatlichen Investitionen. Die andere Fraktion, der liberalere Flügel, setzt auf die klassischen Marktmodelle und die Privatwirtschaft und darauf, dass die Regierung transparente Spielregeln schafft. Spielregeln einzuhalten, auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als gleichwertiger Spieler respektiert zu werden, darum geht es Wladimir Putin seit Beginn seiner politischen Karriere. Schon 2001, als der neue Präsident im Deutschen Bundestag spricht, schwingt die Enttäuschung mit, dass der Westen nach anfänglicher Euphorie für das neue Russland auf alte Rezepte setzt. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Nur werden wir dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, diese Entscheidungen zu verwirklichen. Wollen uns fragen, ob das normal ist, ob das echte Partnerschaft ist? In Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden, heimlich leisten wir weiterhin Widerstand. Mal verlangen wir Loyalität zur NATO, mal streiten wir uns über die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir können uns immer noch nicht über die Probleme des Abwehrraketensystems einigen und so weiter und so fort.
Und seitdem die NATO direkt an den Grenzen zu Russland Raketen aufstellt, demonstriert Russland auch Stärke und rüstet auf. Das Argument der NATO ist, für den Raketenschild, er richtet sich nicht gegen Sie, sondern er richtet sich gegen den Iran. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Gott segne Sie. Zum Ende eines Arbeitstages tut es gut. Ich fahre jetzt gut gelaunt heim. Что касается нас, ну почему это у нас вызывает озабоченность? Эти радары, которые должны быть поставлены в Европе. Warum sind wir besorgt? Diese Radaranlagen und diese Abwehrsysteme decken unser Territorium bis zum Ural ab. Sie neutralisieren einen Teil unserer landgestützten Nuklearwaffen, was wiederum die Grundlage unseres Abwehrpotenzials ausmacht. Allen Fachleuten ist das klar. Это всем понятно, специалист. И просто так сказать. Und dann kommen sie zu uns und sagen, keine Bange, Jungs, wir bauen das zwar auf, aber wir werden das nicht gegen euch einsetzen. Wir sind doch die Guten. Schaut uns in unsere ehrlichen Augen. Aber so macht man das doch nicht. Und deswegen habe ich auch so gelacht. Moskau feiert den Sieg über Nazi-Deutschland. Die Vorstellung, Russland könnte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion noch weiter auflösen, ist Putins Albtraum. Dass Teilstaaten wie Tschetschenien sich abwenden und das größte Land der Welt nach und nach in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, ist jenseits seiner Vorstellung. Für Russlands Größe nimmt er auch einen Krieg in Kauf, der Tausenden von Zivilisten den Tod bringt. Aber auch viele russische Soldaten sterben. Это большая цена. Очень большая. Das war ein hoher Preis. Ein sehr hoher Preis. So etwas bleibt für immer in Erinnerung. Aber ich bin mir sicher, wären wir damals nicht konsequent geblieben, hätten wir Schwäche gezeigt, so wären die Folgen schrecklich und die Zahl der Opfer viel höher. Russland wäre in eine unendliche Folge von blutigen Lokalkriegen hineingezogen worden. Und wir hätten ein zweites Jugoslawien bekommen. Sie sind kein Diplomat von Hause aus. Конечно нет. Überhaupt nicht. Fragmentation bombs are used, killing hundreds of people. Sie setzen Splitterbomben ein und wollen in Tschetschenien den Terrorismus ausrotten. Rotten Sie damit auch die Zivilbevölkerung aus? Wollen Sie ein radikaler Islamist werden und sich beschneiden lassen? Ich lade Sie nach Moskau ein. Wir sind multikonfessionell und haben gute Spezialisten. Ich werde jemanden anweisen, Sie so zu beschneiden, dass nichts mehr nachwächst. Das ist Uni, das ist Leningrad Universität, ja.
Und gerade hier in diesem Gebäude habe ich gearbeitet als Referent. Der Arbeitersohn Wladimir träumt früh vom Auslandsgeheimdienst, vom Aufstieg in eine geheimnisvolle Elite, will für Volk und Vaterland ins Ausland reisen. Dafür studiert er Jura. Ich wusste, dass die Dienste bzw. die Menschen, die in der Aufklärung oder in der Abwehr arbeiten, selbstlos dienten, wie man bei uns zu sagen pflegte. Sie waren bereit, alles zu riskieren, um die hohen Ideale zu erreichen, selbst um den Preis ihres Lebens. Dies war in erster Linie mein Beweggrund. Ich fragte ihn, ich beispielsweise als Musiker, ich spiele Cello, mache Musik und kenne mich auf diesem Gebiet aus. Und was machst du in deinem Beruf? Ich kann mir vorstellen, dass du für Recht und Ordnung sorgst oder vielleicht was bewachst oder möglicherweise Kriminelle jagst. Nein, sagte er, ich bin Fachmann für Menschen, für menschliches Verhalten. Es war ziemlich sinnlos, ihn nach seiner Arbeit zu befragen. Naja, wenn jemand unbedingt erzählen will, dass er beim Geheimdienst arbeitet, dann hat er da nichts verloren. Haben Sie Ihrer Frau vor der Ehe gesagt, dass Sie KGB-Agent sind? Sie wusste lange nichts davon. Später erzählte ich es ihr natürlich. Denn sie sollte ja wissen, wen sie da heiratet. Lebensentwürfe wie diese haben in Moskau nicht mehr viele. Der Traumberuf Agent ist verblasst. Die Sowjetunion vor zwei Jahrzehnten aufgelöst. Für die meisten eine gefühlte Ewigkeit, die nichts mit ihnen zu tun hat. Ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto. Auch für Putin haben sich die Lebensverhältnisse längst geändert. Die Erinnerung an damals ist aber jederzeit abrufbar. Dass einer wie er sich in den Wirren der 90er Jahre durchgesetzt hat und noch immer an der vordersten Front steht, lässt nur wenig Selbstzweifel aufkommen. Putin ist angekommen. Geschlagen gibt sich einer wie er noch lange nicht. Moskau und die Proteste sind schließlich nicht Russland. Die Wahlen werden auf dem Land gewonnen. Facebook-tauglich, weiß Putin, wird er sowieso nicht mehr. Die Parteispitze Vereinigtes Russland ist zum Rapport angetreten. Der Satzungszweck des Vereins lässt sich mit zwei Worten beschreiben. Und die heißen Wladimir Putin. Er ist zwar ihr Chef, aber selbst nicht Mitglied, was wohl nur in Russland möglich ist. Heute spricht der Parteichef den seinen Mut zu und verweist auf Erfolge vergangener Tage. Und das, was zu tun ist. Die Lage ist ernst. Максимального результата на этих выборах. Потому что если мы расквасим парламент... Die Umfragewerte sind im Keller, seitdem die Opposition der Regierungspartei erfolgreich das Label Partei der Gauner und Diebe verpasst hat.
Das Spitzentreffen hat nur eine Funktion: zu demonstrieren, dass die Partei noch existiert. Nur mit dem Spannungsverlust im eigenen Haus haben die Manager nicht gerechnet. Er war Putins größter Förderer. Boris Nikolajewitsch Jelzin, der streitbare Präsident mit demokratischen Ambitionen. Jelzin hatte Wladimir Wladimirowitsch Putin im Kreml protegiert, nachdem der arbeitslose Kommunalpolitiker Putin dort 1996 in der Verwaltung angefangen hatte. Große Ambitionen beim Umzug nach Moskau hatte ich nicht. Ich bin auch nur deswegen nach Moskau gegangen, weil ich nach der Wahlniederlage des Oberbürgermeisters Sobchak in Petersburg, zu dessen engsten Vertrauten ich gehörte, keine Chance hatte, in der neuen Stadtverwaltung einen Job zu bekommen. Am 1. August 1996 wurde ich zum stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung bestellt, als Jelzin die Wahl gewann. Ich wusste, dass Putin eine Stelle suchte, und ich schlug ihm vor, gemeinsam in der Präsidialverwaltung zu suchen. Sie haben eine rasante Karriere gemacht, innerhalb von 4 Jahren zum höchsten Amt dieses Landes aufgestiegen. Wer hat Sie gefördert? Niemand. Ich hatte ja niemanden. Keine Unterstützung. Das hatte ich alles nicht. Dank seiner Effizienz steigt Putin schnell auf im inneren Zirkel der Macht. Jelzins Verwaltung ist marode. Putin wird bald Chef des FSB, des Geheimdienstes, jenem Dienst, den er bereits vor Jahren in Petersburg quittiert hatte. Damals gab es wenige Persönlichkeiten an der Macht, die hartnäckig waren und hart durchgreifen konnten. Die Situation war schwierig und Putin war deswegen sehr gefragt. Nachdem er zum FSB-Direktor ernannt wurde, stieg sein Einfluss erheblich. Als Putin zum Chef des FSB ernannt wurde, hat er mich angerufen und mir angeboten, bei ihm als Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes zu arbeiten. Es sind die letzten Jahre der Ära Jelzin. In dieser Sitzung ist es wichtig zu planen. Regiert wird auf Zuruf und nach Alkoholpegel. Sie sitzen falsch. Stepaschin ist erster Stellvertreter. Richtig stellen. Sergei Vadimovich, Platz tauschen. Erster Stellvertreter ist Stepaschin Sergei Vadimovich. Stepaschin wird bald Ministerpräsident. 89 Tage später löst ihn Putin ab. Passt. Putin vereinte zwei sehr interessante Eigenschaften in sich. Er war Berater eines demokratischen politischen Anführers Russlands.
Und da Putin Jelzin begleitete, vertraute ihm auch dessen Umgebung. Auf der anderen Seite hatte er auch einen starken Einfluss auf die Sicherheits- und Rechtsschutzstrukturen im Land. Boris Jelzin ernennt Putin 1999 zu seinem Nachfolger. Putin zeigt sich dankbar. Als erstes Dekret lässt der neue Präsident eine Garantie ausstellen, die Jelzin und die Seinen vor jeglicher Strafverfolgung schützt. Der Preis für die Macht? Fragen Sie doch Putin selbst. Ist doch normal. Derzeit ist Wladimir Putin rastlos im Riesenreich Russland unterwegs. Er fliegt durch die neuen Zeitzonen, um persönlich nach dem Rechten zu sehen, wenn es sein muss. Für einen Einzelnen bei der Größe des Landes eine ziemlich hoffnungslose Aufgabe. Wenn Putin vor einer Tapete sitzt, könnte er im Zweifel auch die Farbe der Tapete annehmen, um Normalität zu signalisieren. Er muss regieren zum Wohl des Landes. Ein Mann, ein Auftrag. Mit allem anderen beschäftigt sich Putin offiziell erst dann, wenn es wirklich notwendig wird. Von Krise ist weder etwas zu spüren, noch redet er darüber. Wenn man mit ihm befreundet ist und kooperativ ist, wenn du zuverlässig bist, wird er dich nie im Stich lassen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft im Leben. Und in der Politik nochmal doppelt so wichtig. Und für einen Mann ganz besonders. Kein Verräter, kein Feigling zu sein und seine Nächsten nicht im Stich zu lassen. Was sind seine negativen Seiten? Wenn er jetzt Rentner wäre, würde ich sie nennen. Er lässt sich kaum umstimmen. Er würde keinem Menschen verzeihen, der ihn einmal verraten, betrogen oder beleidigt hat. So etwas vergisst er nicht. Das vergisst er nicht. Не прощает. Не пропускает мимо. Es sind die Kämpfe der 90er Jahre, die Putin geprägt haben. Als der Staat pleite war und einige Superreiche in Wildwestmanier das Land plünderten. Ну тогда ситуация была тяжёлой и Damals war die Lage sehr schwierig. Und die Oligarchen, von denen Sie gesprochen haben, hatten uneingeschränktes Sagen. Aber das war noch nicht alles. Der Staat war schwach und seine Institutionen ebenfalls. Als ich nach Moskau kam, wurde das noch deutlicher. Das stieß bei mir auf Gegenwehr und ich wollte schlicht und einfach für Ordnung sorgen. Kaum im Amt bestellt Putin die Oligarchen in den Kreml ein. Die Ansage ist deutlich.
Sie sollen sich in Zukunft aus der Politik raushalten. Ja, wir stellten Forderungen. Ja, ich forderte, alle halten sich an die Gesetze. Ja, ich sagte, dass mit dem Raubbau an Russland nun Schluss sei. So in etwa. Aber alle kapierten das auch. Michail Chodorkowski hat eigene Pläne. Der Milliardär war innerhalb weniger Jahre mit dubiosen Geschäften und besten Regierungskontakten zu einem der reichsten Männer Russlands aufgestiegen. Er sagt dem neuen Präsidenten den Kampf an, finanziert die Opposition und setzt auf den Westen. Seinen Ölkonzern Yukos, die Nummer 2 im Land, will er an einen amerikanischen Ölmulti verkaufen. Dem Kreml wirft er Korruption vor. Putin kontert mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung. Es geht um die Frage, wer im Staat die Macht hat. Auf der nächsten Folie können Sie sehen, dass die Korruption in Russland jährlich 30 Milliarden Dollar kostet. Das sind 10-12% des Bruttoinlandsproduktes. Und vergessen wir nicht die Steuer. Oder eher Steuerhinterziehung. Sie und ich haben bereits über dieses Problem diskutiert. Vielleicht gibt es deshalb so viele Bewerber für die Arbeit als Steuerprüfer. Monate später wird Chodorkowski wegen Steuerhinterziehung verhaftet und zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Anwälte ziehen bis vor den Europäischen Gerichtshof. Sie haben das Urteil gelesen. In dem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs gibt es einen Punkt. Dort steht es schwarz auf weiß. Der Europäische Gerichtshof konnte keinen politischen Hintergrund im Fall Chodorkowski feststellen. Chodorkowski hatte im Dezember 2010 einen zweiten Prozess. Sie haben für einen Politiker sehr ungewöhnlich 10 Tage vor Urteilsverkündung mehr oder minder gesagt, Chodorkowski ist schuldig, was immer dabei rauskommt. Ich meinte das Urteil, das vorher gefällt wurde und bereits rechtskräftig war. Und was habe ich überhaupt gesagt? Ein Dieb gehört ins Gefängnis. Sind Sie da anderer Meinung? Seither ist Wirtschaft Chefsache. Auch die eine oder andere Pleite. Wie bei der Firma Proletarski, die Schiffsschrauben herstellt und sich jetzt nicht mehr über Wasser halten kann. Belegschaft und Manager warten auf Wladimir Putin und auf Hilfe. Er hatte auch der Zementfabrik in der Nachbarschaft geholfen, deren Besitzer die Firma von einem auf den anderen Tag dicht machten, weil ihnen der Profit nicht hoch genug war. Dann kam Putin. Als ich sagte, ich komme hierher, sind sie herumgesprungen wie die Kakerlaken. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Inkompetenz und ihrem puren Geiz haben sie diese Menschen als Geiseln genommen. Es geht um tausende Leben. Das ist absolut inakzeptabel. Auch wenn sich die Eigentümer nicht einigen können, wird diese Fabrik wieder geöffnet. So oder so. Wir werden das ohne sie machen. Haben alle die Vereinbarung unterschrieben? Deripaska, haben Sie unterschrieben? Ich kann Ihre Unterschrift nicht sehen. Kommen Sie her. Unterschreiben Sie. Hier ist die Vereinbarung.
Geben Sie mir meinen Stift zurück. Putins Welt als Wille und Vorstellung ist an ihre Grenzen gekommen. Das ist ihm in den letzten Wochen klar geworden. Jetzt, sagt er, will er als Präsident in den nächsten 6 Jahren einen Nachfolger suchen. Einen, wie er sagt, der die nationalen Interessen Russlands vertreten kann. So wie Wladimir Putin. Doch die Spielregeln wird er diesmal nicht mehr allein bestimmen. Seine Gegner werden die Auseinandersetzung mit ihm nicht mehr im Schongang führen. Das Klima hat sich verändert. Dass er und seine Bodyguards an diesem Abend gegen die Leibwächter von noch-Präsident Medvedev eine kräftige Niederlage kassieren, ist angesichts kommender Schlachten nur Anlass für einen sarkastischen Kommentar. Meine Herren Offiziere, anlässlich des Sieges der Mannschaft von Medvedev lade ich euch auf ein Bier ein. Das Turnier ist ja beendet. Es sind die letzten Jahre der Ära Jelzin. In dieser Sitzung ist es wichtig zu planen. Regiert wird auf Zuruf und nach Alkoholpegel. Sie sitzen falsch. Stepaschin ist erster Stellvertreter. Richtig stellen. Sergej Vadimovic, Platz tauschen. Erster Stellvertreter ist Stepaschin Sergej Vadimovic. Stepaschin wird bald Ministerpräsident. 89 Tage später löst ihn Putin ab. Passt. Putin vereinte zwei sehr interessante Eigenschaften in sich. Er war Berater eines demokratischen politischen Anführers Russlands. Und da Putin Jelzin begleitete, vertraute ihm auch dessen Umgebung. Auf der anderen Seite hatte er auch einen starken Einfluss auf die Sicherheits- und Rechtsschutzstrukturen im Land. Boris Jelzin ernennt Putin 1999 zu seinem Nachfolger. Putin zeigt sich dankbar. Als erstes Dekret lässt der neue Präsident eine Garantie ausstellen, die Jelzin und die Seinen vor jeglicher Strafverfolgung schützt. Der Preis für die Macht? Fragen Sie doch Putin selbst. Ist doch normal.
Derzeit ist Wladimir Putin, Ras Medvedev zuerst nennt, die Rufe gelten nur Russland und Wladimir Putin. Der Westen hat auf eine zweite Amtszeit von Dmitri Medvedev gesetzt. Wenn jemand aus dem Westen auf irgendwelche Personen oder einzelne Politiker in Russland setzt, ist das ein Riesenfehler. Man sollte nicht auf einzelne Personen, sondern auf das Volk Russlands setzen. Die Regie überlässt nichts dem Zufall. Da ist der verdiente General, der nur einen Kandidaten kennt. Liebe Freunde, ich bitte die Kandidatur von Wladimir Wladimirowitsch Putin bei der Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation zu unterstützen. Dann der dynamische Jungunternehmer mit der gleichen Forderung. Und schließlich die Frau und Mutter aus dem Volk. Heute ist in Russland auch Muttertag. Ich unterstütze die Kandidatur von Wladimir Wladimirowitsch Putin für den Posten des Präsidenten. Denn wir Mütter, die kinderreichen Mütter und Mütter von Adoptivfamilien, setzen große Hoffnung auf ihn. Und schließlich zeigt der neue und alte Hoffnungsträger der Partei, warum er und nicht Medvedev der Mann der Stunde ist. Wenn die Menschen Russland rufen und Medvedev und Putin, dann ist das gut. Danke. Aber wenn sie Russland rufen, sollen alle zu hören sein. Also nochmal. Wenn Putin vor einer Tapete sitzt, könnte er im Zweifel auch die Farbe der Tapete annehmen, um Normalität zu signalisieren. Er muss regieren zum Wohl des Landes. Ein Mann, ein Auftrag. Mit allem anderen beschäftigt sich Putin offiziell erst dann, wenn es wirklich notwendig wird. Von Krise ist weder etwas zu spüren, noch redet er darüber. Wenn man mit ihm befreundet ist und kooperativ ist, wenn du zuverlässig bist, wird er dich nie im Stich lassen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft im Leben. Und in der Politik nochmal doppelt so wichtig. Und für einen Mann ganz besonders. Kein Verräter, kein Feigling zu sein und seine Nächsten nicht im Stich zu lassen. Was sind seine negativen Seiten? Wenn er jetzt Rentner wäre, würde ich sie nennen. Er lässt sich kaum umstimmen.
Er würde keinem Menschen verzeihen, der ihn einmal verraten, betrogen oder beleidigt hat. So etwas vergisst er nicht. Das vergisst er nicht. Не прощает. Не пропускает мимо. Es sind die Kämpfe der 90er Jahre, die Putin geprägt haben. Als der Staat pleite war und einige Superreiche in Wildwestmanier das Land plünderten. Damals war die Lage sehr schwierig. Und die Oligarchen, von denen Sie gesprochen haben, hatten uneingeschränktes Sagen. Aber das war noch nicht alles. Der Staat war schwach und seine Institutionen ebenfalls. Als ich nach Moskau kam, wurde das noch deutlicher. Das stieß bei mir auf Gegenwehr und ich wollte schlicht und einfach selbst um den Preis ihres Lebens. Dies war in erster Linie mein Beweggrund. Ich fragte ihn, ich beispielsweise als Musiker, ich spiele Cello, mache Musik und kenne mich auf diesem Gebiet aus. Und was machst du in deinem Beruf? Ich kann mir vorstellen, dass du für Recht und Ordnung sorgst oder vielleicht was bewachst oder möglicherweise Kriminelle jagst. Nein, sagte er, ich bin Fachmann für Menschen, für menschliches Verhalten. Es war ziemlich sinnlos, ihn nach seiner Arbeit zu befragen. Naja, wenn jemand unbedingt erzählen will, dass er beim Geheimdienst arbeitet, dann hat er da nichts verloren. Haben Sie Ihrer Frau vor der Ehe gesagt, dass Sie KGB-Agent sind? Sie wusste lange nichts davon. Später erzählte ich es ihr natürlich. Denn sie sollte ja wissen, wen sie da heiratet. Lebensentwürfe wie diese haben in Moskau nicht mehr viele. Der Traumberuf Agent ist verblasst. Die Sowjetunion vor 2 Jahrzehnten aufgelöst. Für die meisten eine gefühlte Ewigkeit, die nichts mit ihnen zu tun hat. Ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto. Auch für Putin haben sich die Lebensverhältnisse längst geändert. Die Erinnerung an damals ist aber jederzeit abrufbar. Dass einer wie er sich in den Wirren der 90er Jahre durchgesetzt hat und noch immer an der vordersten Front steht, lässt nur wenig Selbstzweifel aufkommen. Putin ist angekommen. Geschlagen gibt sich einer wie er noch lange nicht. Moskau und die Proteste sind schließlich nicht Russland. Die Wahlen werden auf dem Land gewonnen. Facebook-tauglich, weiß Putin, wird... Die Umfragewerte sind im Keller, seitdem die Opposition der Regierungspartei erfolgreich das Label Partei der Gauner und Diebe verpasst hat. Das Spitzentreffen hat nur eine Funktion, zu demonstrieren, dass die Partei noch existiert. Nur mit dem Spannungsverlust im eigenen Haus haben die Manager nicht gerechnet. Er war Putins größter Förderer. Boris Nikolajewitsch Jelzin,
der streitbare Präsident mit demokratischen Ambitionen. Jelzin hatte Wladimir Wladimirowitsch Putin im Kreml protegiert, nachdem der arbeitslose Kommunalpolitiker Putin dort 1996 in der Verwaltung angefangen hatte. Große Ambitionen beim Umzug nach Moskau hatte ich nicht. Ich bin auch nur deswegen nach Moskau gegangen, weil ich nach der Wahlniederlage des Oberbürgermeisters Sobchak in Petersburg, zu dessen engsten Vertrauten ich gehörte, keine Chance hatte, in der neuen Stadtverwaltung einen Job zu bekommen. Am 1. August 1996 wurde ich zum stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung bestellt, als Jelzin die Wahl gewann. Ich wusste, dass Putin eine Stelle suchte, und ich schlug ihm vor, gemeinsam in der Präsidialverwaltung zu suchen. Sie haben eine rasante Karriere gemacht, innerhalb von 4 Jahren zum höchsten Amt dieses Landes aufgestiegen. Wer hat Sie gefördert? Niemand. Ich hatte ja niemanden. Keine Unterstützung. Das hatte ich alles nicht. Dank seiner Effizienz steigt Putin schnell auf im inneren Zirkel der Macht. Jelzins Verwaltung ist marode. Putin wird bald Chef des FSB, des Geheimdienstes, jenem Dienst, den er bereits vor Jahren in Petersburg quittiert hatte. Damals gab es auch wenn der Hallensprecher Medvedev zuerst nennt, die Rufe gelten nur Russland und Wladimir Putin. Der Westen hat auf eine zweite Amtszeit von Dmitri Medvedev gesetzt. Wenn jemand aus dem Westen auf irgendwelche Personen oder einzelne Politiker in Russland setzt, ist das ein Riesenfehler. Man sollte nicht auf einzelne Personen, sondern auf das Volk Russlands setzen. Die Regie überlässt nichts dem Zufall. Da ist der verdiente General, der nur einen Kandidaten kennt. Liebe Freunde, ich bitte die Kandidatur von Wladimir Wladimirowitsch Putin bei der Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation zu unterstützen. Dann der dynamische Jungunternehmer mit der gleichen Forderung. Und schließlich die Frau und Mutter aus dem Volk. Heute ist in Russland auch Muttertag. Ich unterstütze die Kandidatur von Wladimir Wladimirowitsch Putin für den Posten des Präsidenten. Denn wir Mütter, die kinderreichen Mütter und Mütter von Adoptivfamilien, setzen große Hoffnung auf ihn. Und schließlich zeigt der neue und alte Hoffnungsträger der Partei, warum er und nicht Medvedev der Mann der Stunde ist. Wenn die Menschen Russland rufen und Medvedev und Putin, dann ist das gut. Danke.
Aber wenn Sie Russland rufen, sollen alle zu hören sein. Also nochmal. Mit der Einschränkung, dass bislang keine andere Partei ihre Kandidatenkür im staatlichen Fernsehen live und landesweit zelebrieren kann. Daran, dass Wladimir Putin gewinnt, zweifelt niemand. Er hat selbst schon mal seinen alten Freund, den einstigen Verteidigungsminister Sergei Iwanow, in den Kreml geschickt, um die Rückkehr in das höchste Amt vorzubereiten. Einen reellen politischen Gegner hat Putin momentan nicht. Eine zweite Wahlrunde kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber erstens weiß ich genau, dass er sich vor der zweiten Runde nicht fürchtet. Und zweitens, wenn es denn überhaupt eine zweite gibt, was ja noch nicht sicher ist, dass er sie gewinnt. Er gewinnt sie sicher. Business as usual in Moskau. Wer Geld und Beziehungen hat, sitzt an diesem Abend im Bolschoi-Theater. Die Kathedrale der gehobenen Gesellschaft öffnet nach Jahren der Renovierung wieder ihre Pforten. Es ist das gesellschaftliche Ereignis. Kulturelle Hochämter dieser Art sind ihm eher fremd. Er übt Eishockey. Und weil er das Spiel mit der flachen Gummischeibe nur mäßig beherrscht, trainiert er gelegentlich auch über Stunden alleine in einer leeren Vorstadthalle. Kurz wollen Rotwild schießen. Letzte Vorbereitungen für die Jagdpartie. Dass alles Übel in Russland jetzt seinen Namen trägt, hat ihn getroffen. Es ist persönlich. Ein Angriff auf einen Lebensentwurf, auf seine Vergangenheit. Er hat zwar öffentlich die Flucht nach vorne angetreten und die Demonstrationen in Russland als das Natürlichste der Welt bezeichnet, nur abgenommen hat ihm das kaum einer. Und die Opposition sowieso nicht. Und so sind an dem Wochenende auch nur wenige mit von der Partie. Ausschließlich Männer. Einige Freunde. Bodyguards. Stille, Distanz und Loyalität ist das, was er in diesen Tagen will. Selbst ist sich Wladimir Putin keiner Schuld bewusst. Zumindest nicht formal. Putin ist Jurist.
Ich hätte die Verfassung ändern und auf mich zuschneiden können. Viele haben mich darum gebeten, aber ich habe mich geweigert. Ich bin der Meinung, dass es grundlegende Werte gibt, an die sich das Land gewöhnen sollte. Der Aufmarsch zum Parteitag, der Wladimir Putin zum dritten Mal für das Präsidentenamt nominiert. Die einen werden wählen, die anderen klatschen. Die Krönungsmesse ist generalstabsmäßig geplant. In der Garderobe wartet der Präsident auf Abruf, Dmitri Medvedev, zusammen mit seinem Nachfolger, der auch sein Vorgänger ist, auf das Signal zum Einzug. In Person. Es ging ihr immer darum, Konflikte zu vermeiden. Alles war gut, alles sollte friedlich ablaufen, bloß keine Konflikte. Sein Vater war da schon ganz anders. Arbeiterklasse eben. In der Sporthalle trifft sich Putins Judo-Verein. Hier hat er als Jugendlicher trainiert. Sich zu behaupten, sich durchzusetzen, hat den eher schmächtigen Wladimir Putin schon von Kindesbeinen an beschäftigt. Sie haben absolut recht, vollkommen recht. Warum kam ich zum Sport? Am Anfang waren wir alle gleich. 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Wir rannten alle im Hof rum. Als wir älter wurden, so mit 13, 14, da hat sich das verändert. Jeder entwickelte sich anders. Einige wurden größer und stärker und gesünder als andere, wurden körperlich überlegen. Charaktereigenschaften allein reichten nicht mehr aus, um natürlicher Anführer zu bleiben. Und da brauchte ich Instrumente, um meine Stellung im Rudel aufrechtzuerhalten. Sein Bestes für den Sieg und das Ergebnis zu geben. Die Erfahrung zu sammeln, wie man in solchen Situationen handeln muss. Das halte ich alles für wichtig. Den Charakter formen. Der Sport spielt in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Es kommt darauf an, sich selbst mobilisieren zu können. Sich völlig auf das Erreichen eines bestimmten Ziels konzentrieren zu können. All das gibt einem der Sport. Das Weiße Haus in Moskau, der Sitz des Premierministers. Antritt zur Kabinettssitzung im Wahlkampf. Eishockey ist Volkssport. Im russischen Sotschi sind 2014 Olympische Winterspiele.
Dann ist Putin 62. Er könnte als Präsident die Spiele mit einer Fahrt über die glitzernde Eisfläche eröffnen. Da ist es von Vorteil, halbwegs sicher auf Kufen zu stehen. Und dafür spielt er, wenn es sein muss, auch stundenlang. Petersburg, die wichtigste Stadt Russlands nach Moskau. Hier ist Wladimir Putin in den 50er und 60er Jahren groß geworden. Damals hieß Petersburg noch Leningrad. Seine beiden älteren Brüder hat er nie gesehen. Sie sind lange vor seiner Geburt im Kindesalter gestorben. Ich war die meiste Zeit im Hof, mit den anderen Jungs. Die waren alle so wie ich. Oligarchen gab es da nicht und Parteifunktionäre auch nicht. Die wohnten alle woanders. Bei uns lebten die Leute aus Arbeiterfamilien, Jungen und Mädchen. Wir tummelten uns die meiste Zeit im Hof. Da spielte sich das ganze Leben ab. Von morgens bis abends, manchmal bis spät in die Nacht. Dann kamen die Eltern nach Hause und riefen uns herein. Wir hatten in der Kommunalwohnung ein Zimmer von 24 bis 25 Quadratmetern, in dem ich mit meinen Eltern wohnte. Dann gab es da noch eine Familie mit drei Personen und noch eine weitere Familie mit zwei Personen. Kaum eine andere Stadt hat während des Zweiten Weltkriegs so gelitten. 871 Tage lang belagerten deutsche Truppen Petersburg und schnitten die Bewohner von der Versorgung ab. Putins Vater wird als Soldat schwer verletzt. Die Eltern überleben und machen in den Jahren danach das Trauma vornehmlich mit sich selbst ab. Ich kann nicht behaupten, dass wir eine sehr emotionale Familie waren. Dass wir alle gegenseitig irgendwas erzählten, uns austauschten. Nein. Jeder lebte irgendwie in sich selbst. Naja, wir verstanden uns andererseits schon gut. Meine Eltern sind ja all diese Jahre zusammengeblieben, bis zum Ende ihres Lebens. Und trotzdem kannte ich nicht viel Emotionales, überschwängliche Heldentaten, irgendwelche Schwierigkeiten oder Tragödien. Sie mochten nicht darüber reden. Sie mochten es nicht. Papa был, знаете, такой пролетарий. Der Vater war ein echter Proletarier. Er hatte aber immer etwas an Wladimir auszusetzen. Natürlich liebte er seinen Sohn, aber er hatte irgendwie Angst davor, zu gutmütig zu wirken. Seine Mutter war allerdings die Güte in Person. Es ging ihr immer darum, Konflikte zu vermeiden. Alles war gut, alles sollte friedlich ablaufen, bloß keine Konflikte. Sein Vater war da schon ganz anders. Arbeiterklasse eben. In der Sporthalle trifft sich Putins Judo-Verein. Hier hat er als Jugendlicher trainiert. Sich zu behaupten, sich durchzusetzen, hat den eher schmächtigen Wladimir Putin schon von Kindesbeinen an beschäftigt. Sie haben absolut recht, vollkommen recht. Warum kam ich zum Sport? Am Anfang waren wir alle gleich. 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Wir rannten alle im Hof rum. Als wir älter wurden, so mit 13, 14, da hat sich das verändert. Jeder entwickelte sich anders. Einige wurden größer und stärker und gesünder als andere, wurden körperlich überlegen.
Charaktereigenschaften allein reichten nicht mehr aus, um natürlicher Anführer zu bleiben. Und da brauchte eine unendliche Folge von blutigen Lokalkriegen hineingezogen worden. Und wir hätten ein zweites Jugoslawien bekommen. Sie sind kein Diplomat von Hause aus. Конечно нет. Überhaupt nicht. Fragmentation bombs are used, killing hundreds of people. Sie setzen Splitterbomben ein und wollen in Tschetschenien den Terrorismus ausrotten. Rotten Sie damit auch die Zivilbevölkerung aus? Wollen Sie ein radikaler Islamist werden und sich beschneiden lassen? Ich lade Sie nach Moskau ein. Wir sind multikonfessionell und haben gute Spezialisten. Ich werde jemanden anweisen, Sie so zu beschneiden, dass nichts mehr nachwächst. Der Arbeitersohn Wladimir träumt früh vom Auslandsgeheimdienst, vom Aufstieg in eine geheimnisvolle Elite, will für Volk und Vaterland ins Ausland reisen. Dafür studiert er Jura. Ich wusste, dass die Dienste bzw. die Menschen, die in der Aufklärung oder in der Abwehr arbeiten, selbstlos dienten, wie man bei uns zu sagen pflegte. Sie waren bereit, alles zu riskieren, um die hohen Ideale zu erreichen, selbst um den Preis ihres Lebens. Dies war in erster Linie mein Beweggrund. Ich fragte ihn, ich beispielsweise als Musiker, ich spiele Cello, mache Musik und kenne mich auf diesem Gebiet aus. Und was machst du in deinem Beruf? Ich kann mir vorstellen, dass du für Recht